Hallo und herzlich willkommen an euch allen und herzlichen Dank dafür, dass ihr alle wieder hier seid und besonders, dass du auch wieder hier bist und hier zusammen mit mir die Pioneers of Pagonia erlebt und erleidet und erduldet und alles. Ja, ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich habe an diesem Spiel wahnsinnig Spaß. Also ich habe hier... kann bis jetzt nichts Negatives sagen. Wenn ich was zu bemängeln habe, dann sind das irgendwie Kleinigkeiten, wie die Geschichten, die ich hier schon des Öfteren angesprochen habe. Und das sind wirklich Kleinigkeiten. Also das Spiel läuft rund. Die Dinge, die hier eingebaut sind, die funktionieren. Erinnert mich sehr stark an ein anderes Aufbauspiel, bei dem das genauso war von Anfang an. Und ich muss hier sagen, also Hut ab. Ja, also auch schon... Wir sind ja immer noch in der Anfangsphase, in der Entwicklungsphase dieses Spiels. Ja, wir sind hier gerade mal, ich glaube, die in der Beta, Anfangs der Beta-Geschichte. Vielleicht so ein bisschen weiter mittlerweile. Ist ja schon etwas Zeit ins Land gegangen, seitdem ich hier mit diesem Let's Play angefangen habe. Und die Entwicklung ist ja schon auch schon ein bisschen her. Also läuft das schon seit einer gewissen Zeit. Aber die Gebäude sehen schon sehr, sehr cool aus. Die habe ich ja schon des Öfteren, ne, gezeigt. Also das eine oder andere Gebäude haben wir uns ja schon mal angeguckt. Die Gebäude sind sehr detailliert, finde ich. Und die verschiedenen Produktionsstätten, also die Zusammenhänge von verschiedenen Produktionseinheiten und so weiter und so fort. Das funktioniert, die Wege funktionieren. Kann ich nur sagen, Hut ab. Ja. Da sind Profis am Werk. Das ist ganz einfach so. Da sind Profis am Werk. Was ist hier los? Alle erreichbare Terrain im Bereich. Aha, aha, aha. Der ist also auch schon so weit, dass man sagen kann, das könnte man abreißen. Und dafür woanders hinsetzen. Da müsste ich jetzt wirklich mal auf diese Karte hier gucken. Was würde denn da am ehesten Sinn machen? Moment, Augenblick. Wenn wir es hierhin sind, wir ja schon vorgedrungen. Immerhin. Wo bin ich jetzt? Ah, ich gucke in die Richtung. Okay. Ich hecht. Wenn ich hier so einen Entdeckerposten hinsetzen würde, ich glaube, das würde Sinn machen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke mal, falsch kann es nicht sein. Oha! Spiel sagt nein. Also wenn, dann müsste ich den schon dann irgendwie hier hin pflanzen, oder? Oh, 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 oh. Nee, also hier kriege ich gar nichts hin. Ich kriege hier eventuell einen Weg durch. Moment mal, würde das gehen? Wie immer, ne, wir probieren natürlich Dinge aus und was nicht geht, geht nicht. Rückgängig machen kann man Sachen immer noch. Das funktioniert wunderbar. Damit habe ich den Entdeckerposten da entsprechend jetzt als Auftrag erteilt. Den können wir hier einreißen. Auch wenn es da jetzt die 13 Rationen flöten gehen, aber ne, die drei Leuchten da können dann anderweitig eingesetzt werden. Und ich hoffe, dass die 13 Rationen dann hier von der Taverne aber immer noch produziert werden können. Ich meine, wir haben eigentlich alles, was wir dafür benötigen, um diese 13 Rationen herstellen zu können oder überhaupt eine Ration herstellen zu können. Von 13 mal ganz zu schweigen. Ja, Entdeckung. Oha. Ich hoffe, es gibt noch genügend hier zu entdecken. Ich denke mal ja, aber. Wissen tue ich es natürlich nicht. So, das heißt, Aufträge, wenn denn das dann mal irgendwann fertig ist, würde ich mal hier so hinsetzen wollen. In der Hoffnung. Genau. Dass da Dinge noch zu entdecken sind. Aber ich denke schon. So. Das war das. Moment. Hey!
Es sieht ganz so aus, als wenn ich hier den letzten mysteriösen Ort einbinden könnte ins Geschehen. Jawohl, jawohl, das kann ich. Sehr gut. Ah, hat sich das mit dem Wachturm schon bezahlt gemacht? Dann setze ich das einfach hier dran. So, kurz und schmerzlos. Dann kann man nämlich auch hier entsprechende Dinge tun. Was benötigten die nochmal? Nein, kein Nadelholz. Ah ja, die Fackeln. 28 Fackeln. Ich habe nach wie vor 29. Jo, dann den Mantau, ne? Träger sollten genügend vorhanden sein. Dann seht mal zu, dass ihr die Fackeln dahin transportiert. Möglichst schnell. Ein Augenblick. Würde das noch was bringen oder komme ich damit jetzt zu spät mit der Idee? Wo ist das überhaupt? Nein. Bearbeitung auf keinen Fall. Ich fange an zu raten. Also das ist ein Baustellencamp. Nee, das hat dann erstmal nichts. Nee, das hat keinen Nährwert. Ich hätte gedacht, das war irgendwie so eine Niederlassung von Trägern. Ha, ha, ha. Wow. Was ist nun los? Du hast gewonnen. Das ging aber fix. Ach, ich habe hier den... Ah, ja, das waren ja nur noch 90%. Nur noch 10%. Ich war ja bis 90% gekommen und wir hatten nur noch 10%. Cool. Aha. Obwohl wir noch nicht alles abgeliefert haben, was hier noch zu liefern wäre. Ich habe hier ein weiteres Artefakt zugestellt. Ein zweites, das haben sie noch gefunden. Ja, geil. Du hast gewonnen. Sehr schön. Wir haben uns mit allen Leuten angefreundet. Hier gehen wieder die Raketen hoch. Die Leute feiern. Und zwar sowohl unsere als natürlich auch hier das benachbarte Dorf. Ne? Die machen hier genauso Radau. Geil. Finde ich super. Finde ich wirklich super. Tja, das kommt jetzt überraschend. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die das jetzt hier schon sozusagen, dass wir das jetzt schon abhaken können. Wow. Sehr cool. Ja. Party ist vorbei. Man macht weiter. Ja gut. Was wäre jetzt hier noch gewesen? Das geht dann immer weiter. Trotz allem. Ah ja. Also nächste wäre dann irgendwie 70 Laubholzbretter zu liefern gewesen. Das wäre auch kein Problem. Die 28 hier, der kuriose Bazar. Ja gut, die haben wir jetzt nicht mitgenommen. Ja. Cool. Sehr schön. Irgendwie da juckt mal. Ist irgend so ein Haar da im Weg. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, dann sind wir hiermit fertig. Ich wollte mal ganz kurz gucken, bevor ich hier rausspaziere. Genau, der mysteriöse Ort. Das waren das mit den Fackeln. Da sind auch schon 13 Fackeln unterwegs. Jo, läuft. Ja, das hätten wir also auch noch entsprechend zum Abschluss bringen können, wenn wir hier nicht schon vorzeitig das Ganze fertig hätten. Was ich überlegt hatte, wäre halt, dass man hier irgendwie so ein Trägerzentrum hat. Ne? Also, dass wir irgendwie Lastenträger, Warenträger und so weiter, dass sie ähnlich wie diese Produktionsstätten da halt so eine Unterkunft haben, so eine Zentrale. Das scheint es aber nicht zu geben. Aber wie wir hier auch jetzt gesehen haben, jetzt ne, vom Weg mit der Transportiererei, das ging ja auch relativ flott. Cool, sehr schön. Ja, ich speichere noch mal kurz, um das hier zu erhalten. Schnell speichern. Ich mache ruhig einen neuen Speicherplatz. Genau. Und dann gehen wir zurück zum Hauptmenü. Jo. Und dann würde ich sagen, neues Spiel starten natürlich. Das muss man immer, ne? Also man kann nicht mehr auf Weiterspielen gehen, weil das da ja abgeschlossen ist, sondern man muss dann halt ein neues Spiel starten. So, wir haben die beiden Sachen jetzt hier gemacht. Jetzt haben wir hier trügerische Küste. Nimm dich vor den Dieben und Banditen in Acht. Ja, die Diebe und Banditen. Die sich in den Bergen verstecken, die Bösen. Ja, da haben wir das schon so einen Kollegen da so rumstehen, da so einen dunkel gekleideten. Zufall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Spiel starten, zack, bumm, auf geht's. Nächste Runde, neues Glück und so weiter und so fort. Ein paar Minütchen haben wir ja noch und von daher alles gut. So, ja.
Ja, was ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe, was ich bemängel, ist eine richtige Pausenfunktion. Ich habe ja schon mal gesagt, ne, man kann das Spiel zwar über die Escape-Taste pausieren, man kann dann aber erstens mal das Teil hat ständig im Weg und man kann die Maus, also man kann die Maus, toll, man kann die Kamera nicht bewegen und man kann nicht schon mal so überlegen, hm, ich mache dann da das hin und da hier und da und so, das ist nicht drin. Das ist wirklich etwas, was mir so gar nicht gefällt. Alles andere, mit allem anderen kann man leben, kann man sich arrangieren, aber das ist so, nee. Das ärgert mich so ein bisschen. Ja, es geht auch anders. Konkurrenz hat es bewiesen. Die Konkurrenz hat es bewiesen. So, ist aber los jetzt hier, sonst meckere ich nur wieder wegen irgendwelchen Sachen rum. Weil ich persönlich erstmal sowieso nicht ändern kann. Wir brauchen alles Mögliche. Wir brauchen natürlich erstmal eine Holzfällerhütte, wie immer. Eine Holzfällerhütte soll es sein. Da setze ich eine hin. Entdeckerposten, Wachtürme, Holzfällerhütte, Steinbruch, Sägewerk, das übliche. Steinmetze 2. So. Ja, die Vorgehensweise ist dann erstmal so immer mehr oder weniger die gleiche. Also, da will man großartig anderes machen. Sägewerk. Also ich werde auf jeden Fall hier eine Holzhülle, also ich habe ja schon, ich werde hier wahrscheinlich noch eine weitere hinsetzen. Dann hier so auf halbem Weg vielleicht ein Sägewerk hinsetzen. Das dann so von beiden entsprechend bestückt wird. Also jetzt nur von der einen natürlich. So. Genau. Dann hätten wir dieses, jenes, welches. Ich könnte, ich sehe schon. So, Lager. Na, wir gehen erstmal hier so ein bisschen so der Reihe nach. So, sorry. Aber das muss sein, so am Anfang. So. Entdeckerposten, Wachtürme. Auch da bietet sich halt an, das so zu machen. Ne? Man hat eine rechte Seite, man hat eine linke Seite und wo man entsprechend expandieren kann. Hier was zu bauen ist mit dem Gehölz ein bisschen schwierig. Genau. Dann würde ich natürlich wie immer erstmal hier mit den Wachtürmen weitermachen. Die könnte man. Einen hier hinsetzen. Hier ist relativ viel. Welliges Gebiet. Nichts Kostbares in der Nähe. So, das wären die beiden Wachtürmen. Wachtürmen vor allen Dingen. Einen Deckerposten, den würde ich dann ausnahmsweise mal hier so platzieren. Okay. Wege brauchen wir natürlich auch noch. Ja, das war jetzt nicht ganz so clever. Das hat dann schon besser geklappt. Okay, dann hier. Mach ich das einfach mal so. Das ist wie immer dieses Problem mit dem Platz, ne? dass man da, also ich versuche nach Möglichkeit so auch die Wege zu bauen, dass ich nicht zu viel Platz verbrate. Oder mir das immer so gelingt, ist eine andere Frage, aber ich achte halt darauf, dass dann man ja schon sieht, ne? Da kriege ich noch Gebäude hin unter Umständen, die ich vielleicht noch brauche. Beispielsweise halt eine weitere Holzfällerhütte oder halt auch ein Forsthaus, ne? Das, was so halt ansteht. Da geht es nämlich auch schon los. Ach nee, doch,
doch, ja, Forsthaus wird hier nämlich schon erwartet, dass das ebenfalls gebaut wird. Und das machen wir natürlich auch. Ein Forsthaus. Das könnte man prima hier hinsetzen. Das passt wie Faust auf Auge. So. Dann haben wir, na, das Forsthaus im Auftrag gegeben. Der war's. Dahin. Ach ja, hier das Übliche. Und auch hier würde ich sagen, da so Holz fällen erstmal. Alles andere später. Und das juckt mich. Das juckt mich hier schon die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall eine Holzfällerhütte hier hin. Die passt auch prima hier rein. Und auch die darf alles niedermähen, was sich da irgendwie im Weg befindet. So. Fokus erstmal so in diese Richtung. Moment, wie habe ich das hier gemacht? Ah ja, das habe ich aktiviert. Das ist cool. Dann kommen schon die ersten Scharen an und liefern aus, was sie auszuliefern haben. Hier kann ich auch schon mal den Fokuspunkt entsprechend setzen. Ich würde den da so hinsetzen wollen erstmal. Und auch hier den Fokuspunkt. Ich noch mal hier so in dieses Gebiet. Und hier, ja, so hier in der Nähe von dem Berg. Da sieht man ja schon, dass da so ein paar Ressourcen zu finden sind. Die sollte man nicht aus dem Blick verlieren. So. Was sagt die Aufgabenliste? Fraktion, ja, haben wir noch nicht. Entdeckerposten ist fertiggestellt. Wachtürme sind im Bau, so gut wie fertig. Holzfällerhütte, die zweite habe ich da schon im Bau. Steinbruch steht noch aus. Natürlich Steinmetz zweimal steht aus. Jagdhütte, oh ja, eine Jagdhütte kann ich jetzt schon errichten. Moment, Jagdhütte. Da haben wir Hoppelhäschen. Da haben wir auch Getier. Moment. Die Jagdhütte hier so hin. Das funktioniert prächtig. Und dann würde ich den Fokuspunkt hier so hinsetzen. So, Jagdhütte haben wir im Auftrag gegeben. Eine Sammelhütte soll natürlich als nächstes kommen. Da sehe ich auch Probleme, weil... Nee, das sah erst nur im ersten Moment so aus. Das ist aber nicht richtig. Der Flachs, ach das, okay. Das war ja so meine Überlegung, vor Urzeiten, als ich mal in die Situation gekommen bin und wir kein Flachs mehr hatten. Da war ja so meine Überlegung, was ist Flachs? Ist das ein Gewächs? Das scheint tatsächlich, also es scheint irgendwelche Pflanzen zu sein, ob die jetzt wirklich Flachs heißen oder ob man daraus Flachs gewinnen kann. Das ist die andere Frage. Ja, aber es gibt halt etwas in dieser Richtung. So. Ich muss mich da mal schlau machen, wenn ich dran denke. Okay, das läuft schon mal. Die Grenzsteine werden geliefert. Hier ist schwer was los. Da wird aber so einiges, aber hallo. Irgendwas, was sie da alles durch die Gegend schleppen. Ich sehe hier Wasser, ich sehe Grenzsteine. Das scheint Nahrung zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglich ist es. Holy moly. Nicht schlecht. So. Ja, vielleicht war es auch irgendwas anderes, aber das war da so im Tuch so reingeschlagen. Da war irgendwie was Grünes schimmerte davor. Raus, irgendwie, weiß ich nicht, Salat, keine Ahnung. Also einige Leute haben ja hier immer so Hunger nach irgendwelchen Dingen. Okay, mit den, ich habe, falls ihr euch fragen solltet oder wundern solltet, mit dem Bau von den Lagern halte ich mich jetzt erstmal noch mal so ein bisschen zurück. Die kommen aber auf jeden Fall noch. Wie sieht's denn aus? Was müssen wir machen? Die Wachtürme sind fertig. Fausthaus ist am Start.
Jagdhütte ist im Auftrag. Sammelhütte geht noch nicht, weil ich habe nichts zum Sammeln. Es sei denn, Moment. Hab ich da was? Ah, ich nehme das zurück. Es sind nicht viele Himbeeren, aber es sind ein paar. Und da sind auch noch welche. Ich könnte hier durchaus schon eine Sammelhütte hinsetzen. Jagdhütte. Ja, das Problem kennt man ja zu Genüge. Ich mache das einfach mal. Ich setze die hier direkt daneben. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, mache ich sonst so in der Form nicht, aber ich versuche immer noch möglichst so in der Nähe von den Produktionsstätten zu kommen. Aber wenn wir hier so die Möglichkeit haben, beispielsweise zu sagen, ne, sammel bitte hier, so weit ist das ja jetzt nicht entfernt, dann machen wir das. So, okay. Ja, dann haben wir so schon die ersten Dinge, die wir so machen können, die haben wir hier in Auftrag gegeben. Wohnhäuser und Gildehaus fehlt. Das kommt immer relativ früh und ich mache das immer relativ spät, glaube ich, wenn es dann mal irgendwann soweit ist. So, Jagdhütte ist aktiv. Sammelhütte ist noch irgendwas dazu. Achso, Proviantmacher will er auch demnächst sofort haben. Demnächst sofort. Holzwerkstatt. Ist ja, das Übliche halt. Ne? Es geht wieder voran. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns natürlich hier um unsere neue Siedlung, ganz klar, aber erst dann weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein, danke für eure Unterstützung, danke für deine Unterstützung. Hilft mir sehr, dass ihr euch hier mit mir zusammen um die Pioneers auf Pagonia kümmert. Mir macht es jede Menge Spaß. Ich hoffe, ihr habt den eurigen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.